Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, wie man einen Datenträger mit dem APFCR-Datasystem in Windows eröffnet. APFS oder Apple File System ist das Standard-Datasystem von macOS. Es bietet eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit für die Speicherung von Daten auf Apple-Geräten und ist im Allgemeinen auf Windows-Computer nicht lesbar. Alles, was tun Sie, wenn Sie von einem Windows-Computer auf das Daten auf einen Datenträger mit dem APFS-Datasystem zugreifen müssen. Egal, ob Sie Daten von einem APFS-Laufwerk nach Windows kopieren, verlorene Dateien wiederherstellen oder einfach den Inhalt eines APFS-Laufwerks anzeigen möchten, wir haben eine Lösung für Sie. Es gibt spezielle Tools, mit denen Sie dieses Datasystem anzeigen und mit ihm integrieren können. Im nächsten Video sehen wir uns an, wie man auf die Daten auf dem Datenträger zugreifen kann. Dazu muss ein spezieller Treiber installiert werden, der es Windows ermöglicht, mit dem APFS-Dateisystem auf Augenhöhe mit macOS zu arbeiten. Bevor wir zu den Anleitungen kommen, werfen wir einen Blick auf einige der Vor- und Nachteile von APFS. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die folgenden. Hohe Leistung. APFS bietet schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was es zu einer guten Wahl für Apple-Geräte macht. Verlässlichkeit und Dateiintegrität. Das APFS-Dateisystem verfügt über Mechanismen zur Überprüfung der Dateiintegrität und zur Wiederherstellung bei Fällen. Platzsparend. APFS nutzt den Speicherplatz auf der Festplatte effizienter mit seinem Mechanismus zum Kopieren und Komprimieren an Ort und Stelle. Allerdings gibt es auch einige Nachteile. Eingeschränkte Kompatibilität. APFS ist nicht immer mit anderen Betriebssystemen als macOS kompatibel, was zu Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Nutzung von Daten führen kann. Eingeschränkte Unterstützung in Windows. Windows unterstützt APFS ohne Tools von Drittanbietern nicht und der Zugriff auf Datenträger mit diesem Dateisystem kann schwierig sein. Unter Windows sind die nativen Dateisysteme NTFS und FAT und das APFS-Dateisystem wird, wie bereits erwähnt, von diesem Betriebssystem nicht unterstützen. Wenn Sie also mit Datenträgern arbeiten möchten, die mit dem APFS-Dateisystem von Apple formatiert wurden, benötigen Sie Software von Drittanbietern. In diesem Leitfaden werden wir uns ansehen, wie man die besten Programme zum Lesen von Datenträgern mit dem APFS-Dateisystem in Windows auswählt und als solche, die Ihnen helfen, verlorene Daten von solchen Datenträgern wiederherzustellen. Und das erste Programm auf der Liste ist Hetman Partition Recovery. Hetman Partition Recovery ist eine Datenwiederherstellungssoftware, die für die Wiederherstellung von gelöschten, beschädigten oder verlorenen Dateien und Partitionen auf Festplatten und anderen Speichermedien entwickelt wurde. Das Programm unterstützt fast alle existierenden Dateisysteme, einschließlich des APFS-Dateisystems. Obwohl dieses Programm in erster Linie für die Datenwiederherstellung kompliziert ist, kann es auch Datenträger lesen, die mit dem APFS-Dateisystem formatiert wurden. Dies gibt es Benutzern zusätzliche Flexibilität und die Möglichkeit, auf Daten auf Mac-Laufwerken zu zugreifen, auch wenn sie keinen Zugang zu einem macOS-Computer haben. Zu den Hauptfunktionen von Hetman Partition Recovery gehören das Scannen und Wiederherstellen verlorener, beschädigter oder gelöschter Dateien auf verschiedene Laufwerkstypen sowie die Unterstützung verschiedener Dateisysteme. So gewährleistet das Programm die besten Chancen, wichtige Daten wiederherzustellen, einschließlich deren, die auf Laufwerken gespeichert sind, die mit APFS formatiert wurden. Die kostenlose Version des Programms bietet die Möglichkeit, APFS-formatierte Datenträger in der Windows-Umgebung zu lesen und deren Inhalt anzuzeigen, allerdings mit einigen Einschränkungen. Um die volle Funktionalität zu erhalten, müssen Sie die Vollversion der Software aktivieren. Um loszulegen, schließen Sie einen Datenträger mit APFS-Dateisystem an, einen Windows-Computer an und laden Sie Hetman Partition Recovery herunter. Der weitere Arbeitsprozess umfasst die folgenden Schritte. Öffnen Sie ein Laufwerk mit APFS-Dateisystem im Programm und führen Sie einen Scan des Laufwerks durch. Die Software bietet einen schnellen Scan, der das Laufwerk sofort analysiert und seinen Inhalt anzeigt. Die Struktur des Datenträgers, die Datei- und Ordnernamen werden gespeichert und der Inhalt jeder Datei ist als Vorschau verfügbar. Wählen Sie die Dateien, die Sie auf einen anderen Datenträger kopieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen.
Geben Sie den Pfad an, in dem Sie die Dateien speichern möchten, wählen Sie den Zieldatenträger und den zu speichernden Ordner aus und bestätigen Sie den Wiederherstellungsvorgang. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sind alle ausgewählten Dateien im angegebenen Verzeichnis verfügbar. Es ist wichtig zu beachten, dass das Programm den Inhalt des Datenträgers nicht verändert, was die Sicherheit Ihrer Daten garantiert. Hetman Partition Recovery bietet auch Zugriff auf zuvor gelöschte Dateien auf dem Datenträger, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug nicht nur zum Lesen von APFS-Datenträgern, sondern auch zur Wiederherstellung von Daten aus macOS-Dateisystemen macht. Darüber hinaus kann Hetman Partition Recovery verwendet werden, um diese Image zu erstellen und diese auf Ihrer Windows-Festplatte zu speichern. Dies ist praktisch für die Datensicherung und Wiederherstellung. Das Programm unterstützt die Arbeit mit APFS Disk Image und bietet eine bequeme und funktionale Benutzeroberfläche für maximalen Benutzerkomfort. Hetman Partition Recovery kann nicht nur für die Lösung von Datenproblemen auf macOS-Geräten, sondern auch für die allgemeine Datenwiederherstellung von verschiedenen Medien und Dateisystemen nützlich sein. Seine Fähigkeit, mit APFS zu arbeiten, erweitert den Anwendungsbereich dieses Programms und macht es zu einem wertvollen Tool für Benutzer, die mit Datenverlust auf dem Mac konfrontiert sind. Das zweite Transmac-Programm. Transmac ist ein einfach zu bedienendes Programm, mit dem Sie APFS-Datenträger auf Windows-Computer lesen können. Es ist eine gute Wahl, wenn Sie nur den Inhalt eines APFS-Datenträgers durchsuchen und Dateien kopieren möchten. Es unterstützt die Dateisysteme HFS, HF+ und APFS. Mit dem Programm können Sie neue Laufwerke und Partitionen erstellen und sie in macOS-Datensystemen formatieren. Dies ist nützlich, wenn Sie USB-Laufwerke für die Installation von macOS auf Mac-Computern vorbereiten. Enthält praktische Werkzeuge zum Kopieren und Verschieben von Dateien und Ordnern auf einem macOS-kompatiblen Datenträger. Mit Transmac können Sie Disk Image erstellen und diese auf Ihrer Windows-Festplatte speichern. Das ist praktisch, um Daten von macOS-Datenträger zu sichern und wiederherzustellen. Unterstützt die Arbeit mit macOS Disk Image, sodass Benutzer mit Daten ohne physische Medien arbeiten können. Er hat eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einfachen Befehlen und Funktionen, die über das Kontextmenü zugänglich sind. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen in der kostenlosen Version der Software eingeschränkt sein können und Sie möglicherweise eine Lizenz erwerben müssen, um vollen Zugriff auf alle Transmac-Funktionen zu erhalten. Die folgende Software ist Paragon APFS für Windows. Paragon APFS für Windows ist eine beliebte Anwendung, die Unterstützung für Laufwerke bietet, die im APFS-Dateisysteme unter Windows formatiert sind. Diese Anwendung fungiert eigentlich als Treiber, der den Zugriff auf die Daten auf APFS-Datenträger ermöglicht, sodass Sie Dateien lesen und schreiben können. Das Programm verfügt außerdem über eine Schnittstelle, die den Windows-Datenträger-Manager enthält. Das Dienstprogramm bietet die Möglichkeit, Daten zwischen NTFS, FAT 3.2 und APFS zu lesen und zu schreiben. Unterstützung für das Lesen von komprimierten, geklonten und verschlüsselten APFS-Dateien. Um zu arbeiten, müssen Sie den APFS-Datenträger an Ihren Computer anschließen und dann das Dienstprogramm herunterladen und installieren. Sobald es installiert ist, können Sie den Inhalt des APFS-Datenträgers im Explorer anzeigen. Die Anwendung ist kostenpflichtig, bietet aber eine Testversion für 10 Tage. Paragon APFS für Windows bietet eine bequeme und zuverlässige Lösung für die Arbeit mit APFS-Datenträgern auf der Windows-Plattform und ermöglicht den Datenzugriff und die gemeinsame Nutzung von Dateien zwischen verschiedenen Dateisystemen. Und das vierte Dienstprogramm ist MacDrive. MacDrive ist eine weitere leistungsstarke Anwendung, die zum Lesen und Schreiben von Daten auf APFS-Dateisystem-Laufwerken in einer Windows-Umgebung entwickelt wurde. Diese Anwendung fungiert wie die vorherigen als Treiber, der den Zugriff auf Daten auf APFS-Laufwerk ermöglicht. Wenn Sie zuvor Paragon verwendet haben, sollten Sie es zuerst deinstallieren, da MacDrive bei der Installation die folgenden Fälle anzeigt. Die Anwendung unterstützt auch andere macOS-Laufwerkformate wie HFS und HFS.
MacDrive bietet eine breite Palette von Funktionen und lässt sich gut in das Windows-Betriebssystem integrieren. Weitere wichtige Eigenschaften von MacDrive sind hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit, Möglichkeit, APFS-Laufwerk zu formatieren, wie die meisten Programme, diese Art bietet MacDrive eine Testversion, die 5 Tage lang gültig ist. Und mit der Software zu beginnen, schließen Sie Ihr APFS-Laufwerk an Ihren Computer an, laden Sie MacDrive herunter und installieren Sie es. Nach der Installation können Sie die Daten auf APFS-Laufwerken bequem über den Windows Explorer und unter MacDrive verwalten. Das Dienstprogramm bietet eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Arbeit mit APFS-Laufwerken auf der Windows-Plattform. Zusammengefasst haben wir 4 Programme, von denen jedes die Möglichkeit bietet, APFS-Dateisystemlaufwerke unter dem Windows-Betriebssystem zu lesen. Jedes dieser Programme hat seine eigenen Funktionen und Vorteile und die Wahl des Programms hängt von ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Bedenken Sie jedoch, dass die Arbeit mit Datenträgern und Dateien, die einen anderen Dateisystem formatiert sind, gefährlich sein kann. Bevor Sie Programme oder Treiber von Drittanbietern zum Lesen eines APFS-Datenträgers in Windows verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine Sicherungskopie haben. Dann fehlerhafte Aktionen oder Systemfehler, zu denen ein Drittanbieter-Treiber führen kann, könnten den Verlust wichtiger Daten zur Folge haben. Wenn Sie ein zuverlässiges Mittel zum Lesen von APFS-Datenträgern benötigen, empfehlen wir Ihnen Hetman Partition Recovery. Mit seiner Hilfe können Sie nicht nur APFS-Datenträger lesen, sondern auch verlorene Dateien von ihm wiederherstellen. Die Wahl eines Programms hängt jedoch von Ihren Bedürfnissen und Ihrem Komfort mit Anwendungen von Drittanbietern ab. Einige dieser Programme bieten kostenlose Testversionen an, sodass Sie sie von dem Kauf aufprobieren können, um sicherzustellen, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.